Ich darf Ihnen heute, verehrte Zuseher, Herrn Dietrich Hässling vorstellen. Dietrich Hässling, Sohn und Erbe einer Papierfabrik in Netzig, einer Stadt im Norden Deutschlands, die in manchem der Hansestadt Lübeck ähnelt. Dieser Dietrich Hässling wurde vor grob gerechnet 140 Jahren geboren, ein paar Jahre nach der Gründung des Deutschen Reichs durch Bismarck und die Hohenzollern. Das geschah, Sie erinnern sich, nach dem Krieg zwischen Preußen und Frankreich in den Jahren 1870, 1871. Diese Jahre muss man vor Augen haben, denn Hässling ist ein Kind seiner Zeit. Ihn zu verstehen, heißt jene Epoche der deutschen Geschichte verstehen, die zum Ersten Weltkrieg führte und die wir nach den Vornamen unseres letzten Kaisers, die Wilhelminische oder den Wilhelminismus nennen. Zurück zum noch jungen Herrn Hässling, zu unserem Hauptdarsteller. Die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Eltern erlauben es, dass er studiert. Er studiert ein für die Papierherstellung einschlägiges Fach, Chemie. Und er begibt sich in ein für künftige Fabrikanten einschlägiges gesellschaftliches Milieu. Er wird Mitglied einer Burschenschaft, einer schlagenden Verbindung, mit denen eines Verbandes, dessen Stolz darin besteht, Narben im Gesicht zu tragen und besonders viel Schnaps und Bier trinken zu können. Für Männer wie Herrn Dietrich Hässling liegt der Reiz dieser studentischen Verbindung aber darüber hinaus noch darin, dass sie soziale Netzwerke verkörpern, dass man hier Verbindungen knüpfen kann zu den sogenannten alten Herren, die einem jungen Mann in vieler Hinsicht nützlich sein können. Etwa, wenn man zum Militär eingezogen werden soll, die damit verbundenen körperlichen und seelischen Belastungen aber scheut. Da hilft dann einer der alten Herren, der ganz zufällig Arzt in der Musterungskommission ist und ein Gutachten abgibt, das den jungen Mann vor den Härten eines Militärdienstes bewahrt. Hässling muss also nicht dienen. Naturgemäß ändert das nichts an seinem Patriotismus, an seiner Treue zum deutschen Kaiser. Im Gegenteil, durch seine Reden, seine patriotische Haltung macht er spielend wett, was dem Reich durch seinen, so, wenn ich sagen darf, physischen Beitrag entgangen ist. Als ein paar Jahre später im Stadtrat von Netzig darüber debattiert wird, ob ein der Stadtverwaltung glücklich in den Schoß gefallenes Erbe zum Bau eines notwendigen Säuglingsheims verwendet werden soll, setzt unser Held durch, dass mit dem Geld stattdessen dem Kaiser ein metallenes Denkmal gesetzt wird. Dieser Dietrich Hässling, Sie haben das längst gemerkt, meine Damen und Herren, ist die Hauptgestalt eines Romans, den viele Literaturliebhaber, Schriftsteller und Kritiker für eine der besten Charakterisierungen jener Jahre zwischen 1871 und 1914 halten und gehalten haben. Nur der jüngere Bruder des Romanautors bemängelte den, wie er schrieb, ruchlosen Ästhetizismus des Werks. Darüber wird noch zu reden sein. Dieser gerade einmal 4 Jahre jüngere Bruder hieß Thomas Mann und man kann ohne größere Verzerrung sagen, dass ihm die Arbeiten seines Bruders Heinrich oft ärgerlich waren. Der Roman Der Untertan, also die Geschichte jenes Herrn Dietrich Hässling, macht da keine Ausnahme. Geschrieben wurde Der Untertan zwischen den Jahren 1906 und 1914, jenem Jahr also, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach. Das Werk wurde in Fortsetzungen angelegt, einzelne Teile erschienen in der berühmten Zeitschrift Simplicissimus, andere in Zeit im Bild. Den gesamten Roman konnte Heinrich Mann erst 1918, also nach dem Krieg, veröffentlichen. Der Untertan wurde schlicht gesagt aus dem Stand ein gewaltiger Erfolg. Wenige Wochen nach dem Erscheinen waren bald 100.000 Exemplare verkauft worden. Und das war nicht nur ein Verkaufserfolg. Das Werk wurde so etwas wie ein Deutungsmuster jenes geschichtlichen Verlaufs, der Deutschland in die Katastrophe des Krieges hineingeführt hatte. Der Roman zeichnete eine Gesellschaft und ihre Protagonisten, die sich immer willenloser von den Strömungen des Zeitgeistes treiben lassen, einem falschen Patriotismus huldigen, rücksichtslos auf ihre kleinen Vorteile bedacht sind, nach unten treten, nach oben buckeln. Die herrschende Moral ist eine Doppelmoral, eine Moral, die sich allein nach dem persönlichen Nutzen ausrichtet. Mal kommt eine Prise Antisemitismus gelegen, mal die Angst vor dem Sozialismus. Frauen sind begehrenswert,
wenn sie reiche Erbinnen sind oder sich in jenen Tabuzonen bewegen, die nicht zum Bereich der öffentlichen Gesellschaft gehören. Sein ihn am stärksten aufrüttelndes ästhetisches Erlebnis erfährt Dietrich Hässling, der Held, angesichts der Auslage eines Metzgerladens. Das übertrifft bei Weitem den Genuss der Oper Lohengrin von Richard Wagner, trotz aller dort vorgeführten Wertschätzung der rasselnden Waffen und der kaisertreuen Gesinnung. Identifizieren mag man sich hier, verehrte Zuseher, nur mit den Opfern. Doch damit will ich keineswegs sagen, der Roman erziehe zur Demut. Im Gegenteil, es handelt sich um eine Satire der bittersten Art. Bisweilen bleibt dem Leser das Lachen allerdings bereits im Zwerchfell stecken. Vielleicht haben einige von Ihnen, meine Damen und Herren, die Verfilmung dieses Romans gesehen. 1951 nahm sich der berühmte Regisseur Wolfgang Staudte des Stoffes für die DEFA an. In einer Schlüsselszene läuft unser Held, läuft Dietrich Hässling, neben der Kutsche seines Kaisers, der gerade zu einem Staatsbesuch in Rom weilt, läuft und läuft, verbeugt sich untertänigst, schwenkt immer wieder den Zylinder und ruft: Hurra, 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 Hässling hat seine Hochzeitsreise nämlich so gelegt, dass sie parallel zu den Staatsbesuchen seiner Majestät verläuft. Das war noch Kaisertreue. Wenn Sie sich an diese Szene noch erinnern, verehrte Zuseher, dann haben Sie gewiss auch noch den Bart unseres Helden vor Augen, jawohl, diesen gut gewichsten Schnurrbart mit künstlich durch eine Schnurrbartbinde aufwärts gezogenen Spitzen. Der kaisertreue Dietrich Hässling trug diesen Bart, um seinem Herrscher auch im Detail der Haar- und Gesichtsgestaltung seinen Respekt zu erweisen. Das machten damals viele deutsche Männer. Merkwürdig bleibt nur, dass auch unser Autor, dass auch Heinrich Mann auf den Fotos in jenen Jahren um die Jahrhundertwende so ein exquisites Schmuckstück zwischen Oberlippe und Nase trug und einen Knebelbart obendrein, der das kraftvolle Kinn günstig herausarbeitet. Das erwähne ich jetzt selbstverständlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, um Sie und mich näher an das Thema Bartmode heranzuführen, sondern um Ihre Aufmerksamkeit auf das Thema Identität, Persönlichkeit zu lenken. Es gibt nämlich ein paar literaturgeschichtliche Hinweise, dass Heinrich Mann in seinen männlichen Hauptfiguren immer auch ein wenig von sich selber festgehalten hat. Im Falle des Dietrich Hässling wäre es, so lautet diese Vermutung, wäre es die Anpassungsfähigkeit gewesen, die Haltung, sich mit beliebigen kulturellen oder politischen Strömungen zu arrangieren, wenn diese nur Sicherheit oder Gewinn versprechen. Erkennen wir darin Heinrich Mann wieder? Ich will mich da nicht zu weit vorwagen, meine Damen und Herren, denn es gibt, weiß Gott, berufenere Experten, doch eine besonders große Ähnlichkeit deutet sich mir kaum an. Werfen wir also einen kurzen Blick auf sein Leben. Er wollte Schriftsteller werden. Schon ganz früh war ihm klar, dass er hier seine Bestimmung finden würde. Aber da gab es ja noch den Vater, den Speditionskaufmann, Senator, Konsul Thomas Johann Heinrich Mann, der nicht daran denken wollte, seinen Erstgeborenen in eine so unbürgerliche Existenz wie die eines Schriftstellers zu entlassen. Etwas Solides, mithin etwas Kaufmännisches, sollte der Sohn schon mit auf den Lebensweg bekommen. Buchhandel, das klang wenigstens nach Handel. Verleger, das klang immerhin schon nach Großhandel. Also wurde der junge Heinrich in eine Buchhandelslehre, später dann als Volontär in den Samuel Fischer Verlag gesteckt. Man kann nicht sagen, dass er in diesen Positionen besonders reüssierte. Bald erkrankte er an einem bösen Lungenleiden, das ihm kurzfristig zum Pflegefall machte. Dann 1891 starb der Vater und hinterließ ein Vermögen, dessen Zinsen die Familie in München genoss. Jetzt konnte Heinrich Mann schreiben. Er war gerade 21 Jahre alt geworden. Sehen wir einmal von der Krankheit ab, kann man in dieser Periode von einem sorgenfreien Leben reden. Selbst der Begriff des Dandy ist als Charakterisierung nicht ganz abwegig. Die ersten Romane spielten mit Exotismen. Man kann sie, verehrte Zuschauer, man muss sie heute nicht mehr unbedingt lesen. Nach und nach entwickelt Heinrich Mann aber seine ganz besondere Schärfe. Das ist die Kunst der satirischen Zuspitzung. Eine Zuspitzung, die er übrigens nach rechts wie nach links austeilte. Wir haben ja gerade schon davon gesprochen, als es um den Roman Der Untertan ging.
Er entstand im Zusammenhang mit drei anderen Werken, deren Titel Die Armen und Im Schlaraffenland und Der Kopf bereits auf eine eindeutige politische Tendenz hinwiesen. Auf die Kritik an den Raffkes, den Schiebern, den Konjunkturrittern seiner Zeit. Oder an ihre verlogene Moral. Gültig im Gedächtnis bleibt hier der 1905 veröffentlichte Roman Professor Unrat. Und das nicht nur, weil dieser Stoff ein Vierteljahrhundert später im Film Der blaue Engel der jungen Marlene Dietrich zu einem ersten Welterfolg verhalf. Wer so wie Heinrich Mann die Gesellschaft angreift, der muss damit rechnen, dass diese Gesellschaft zurückschlägt. Nicht nur in Lübeck, wo etwa der Roman Professor Unrat nicht einmal als Bückware erhältlich gewesen sein soll, aber auch in der eigenen Familie fand Heinrich nicht nur Beifall. Da war der jüngere Bruder Thomas, der seit 1903 mit seinem Werk Die Buddenbrooks nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hatte, in das Buch führt, das er später den Nobelpreis für Literatur zugesprochen bekam. Thomas hielt seinen Bruder Heinrich für eine, grob gesagt, zu liederliche literarische Erscheinung. Und auch politisch fanden sie nicht zueinander. Heinrich Mann lehnte die Teilnahme des Deutschen Reichs am Ersten Weltkrieg strikt ab. Thomas hingegen befürwortete sie, und das nicht immer in der ihm eigenen, höflich verklausulierten Art. Zueinander fanden die Brüder wieder bei der Verteidigung der Weimarer Republik. Sie wurden beide verfolgt. Ihre Bücher wurden beide bei dem berüchtigten Autodafé von den Handlangern des Nationalsozialismus ins Feuer geworfen. Beide mussten mit ihren Familien emigrieren. Das Schicksal meinte es günstiger mit Thomas als mit Heinrich Mann. Das lag gewiss auch daran, dass Heinrich sich heftiger in die Arbeiten des politischen Widerstandes begab, dass er unzählige Aufrufe, Flugschriften, Dokumentationen verfasste oder mitverfasste. Wie er es bei all diesem Engagement fertigbrachte, auch noch zwei Romane zu vollenden, die nicht nur nach dem Urteil seines Bruders zum Besten gehörten, das er der literarischen Nachwelt hinterließ, das kann nur Rätsel oder Bewunderung auslösen. Es handelte sich um die Werke Die Jugend des Königs Henri IV und Die Vollendung des Königs Henri IV, geschrieben zwischen 1935 und 1938. Es geht in diesen Büchern um mehr als um einen französischen Kaiser. Es geht um eine bewunderte Lebensart, um die der Franzosen. Heinrich Mann fühlte sich am wohlsten in einer natürlich fiktiven Gesellschaft französischer Romanciers wie Zola oder Stendhal. Entschieden, doch nie orthodox, polemisierend und keiner einzigen Sinnesfreude je aus dem Wege gehend. 1950 starb er in Santa Monica. Die gerade gegründete DDR hätte ihn gerne bewogen, in Berlin seine neue Heimat zu finden und berief ihn 1949 zum ersten Präsidenten der Akademie der Künste. Das war auch eine Form des Anstandes, wie sie im westlichen Teil unserer Republik damals noch unüblich war. Aber Heinrich Mann war schwer zu vereinnahmen. Über Walter Ulbricht sagte er einmal: Ich kann mich nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen, der sagt, der Tisch, an dem wir sitzen, ist kein Tisch, sondern ein Ententeich, und der mich zwingen will, dem zuzustimmen. Walter Ulbricht, wir erinnern uns, war auch ein Bartträger. Auch das könnte Heinrich Mann als Warnung gedient haben.